Hallo Leute, und da ist es. Ich habe mal wieder ein Solarpanel gefunden. Und zwar blende ich euch das kurz da drüben ein. Für 42,60 Euro muss ich gerade mal kurz die Werte aufrufen. Und zwar wie ihr schon sehen könnt, mehr oder weniger hat das Panel auf dieser Seite hier einen ordentlichen Detscher bekommen. Ich zeige euch das mal kurz ein Stück näher, das könnt ihr vielleicht gerade so erahnen hier. Allerdings ist zum Glück auf der unteren Seite soweit, also auf der anderen Seite vom Modul selber, es ist ordentlich verpackt, hat keinerlei Beschädigungen, nur ein paar. Transport. Das ist vollständige Panel. Es hat im Back to Summer Sale 42,60 Euro gekostet. Es ist laut Beschreibung 1,16 Meter hoch, 45 cm breit und etwa 3 cm dick. Das kann gut hinhauen. Laut Angaben hat es eine offene Spannung von 22,7 Volt. 6,11 Ampere Kurzschlussstrom, eine maximale Leistung von 100 Watt plus minus 3%, 18,9 Volt Arbeitsspannung und 5,58 Ampere Arbeitsspannung. Gesichert mit 10 Ampere, 6 Kilo. Relativ leicht. Ich kann es mal umdrehen. Nehmen wir den Schaumstoff raus und wir haben hier sogar ein Typenschild. Hier steht 5,3 drauf, ne? Ja, die Werte schwanken alle ein wenig. Hol ich das euch mal ein Stück ran. Hier ist das aufgedruckte Typenschild. Jingyang PV. Modell CNMYPV100. Mit 210 mm Modulen, also Zellen an sich. . 57 Volt Maximalspannung und 10 Ampere maximal in Serie. Die Kabel sind mit Kabelbinder befestigt. Okay, um in diese Box zu schauen, hier oben bräuchten wir Schraubendreher. Hier runter. Jetzt wieder raus. Was ich jetzt nächstes plan, ein Test in der Sonne, ob die offene Spannung soweit passt. Man könnte den Kurzschlussstrom vielleicht kurz mal messen mit dem Multimeter. Ich würde, wenn die Sonne weit genug rumgewandert ist, ich würde das kurz am Auto versuchen, an der Batterie mit dem Power Mister MPPT-Regler. Wenn euch was davon direkter interessiert, könnt ihr unten einfach die Zeitstempel anklicken und seid dann direkt an die Position.
Panel sieht jetzt erst einmal zum ersten. Das Panel sieht jetzt zum ersten Mal die Sonne. Ups. Stecken so und so. Und wir sind bei 21,44 Volt. Angewickelt 21,7. So, hier machen wir noch mal den Kurzschlussstromtest. Das Panel ist, denke ich, gut in einem guten Winkel stehen. Hier unser Ampermeter. Was immer manchmal mehr schlecht als recht lesbar ist. So, wir holen es nochmal. So, und ja, 5,52 Ampere. Das ist schon eine gute Zahl. Also ich schätze mal, knapp 80 Watt werden hier schon rauskommen können. So, ihr solltet jetzt einfach mehr lernen, aber wir werden jetzt das Panel auf die Scheibe legen und dann ihn verbinden. Ausgerichtet zur Sonne. Jetzt habe ich hier das 10 Ampermeter. Regler 33 Grad, das ist, entspricht auch dem, was einfach gerade kommt. Kein Fehler. Der Strom geht immer weiter runter. Panel liefert 19,7 Volt bei 1,8
5 Ampere, was etwa 36 Watt. Output deutet. Und zwar schmeiß ihn mal an. Und ziemlich schnell sinkt leider die Spannung wieder. Und zwar, wir sehen 76 Watt derzeit. Man muss sagen, wir haben ziemlich viele Kabel hier. Der MPPT wird natürlich auch etwas warm. Aber 76 Watt mit einer semi-optimalen Ausrichtung ist schon, würde ich sagen, ganz okay. Ich könnte es jetzt nochmal auf dem Balkon testen, aber ich denke mal, da wird es nicht viel mehr liefern als hier. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind hier jetzt in einem ziemlich warm Auto. Die Batterie erreicht jetzt wieder ein Spannungslevel, wo die Leistung abnimmt. Wir gehen jetzt ziemlich zügig wieder runter. 65 Watt. Aktuell liegt der Preis bei 60,72 €. Nach dem Sale direkt war er bei 62,70 €, also fast genau 20 Euro mehr. Und der Versand hat 5 Tage gedauert, was relativ schnell ist, auch wenn es, glaube ich, bereits in der EU war. Man könnte wahrscheinlich noch etwas mehr Leistung rausholen, wenn man den Winkel optimiert, noch zur Sonne. Also ich schätze, die knapp 100 Watt sind auch wirklich drinne. Für 42,60 € kann man eigentlich echt nichts falsch machen. Für 62 € kann man schon nach Alternativen gucken, die auch über andere Shops lieferbar sind. Ich blende euch da, wenn ich was Passendes gerade noch finde, zu ein. Irgendwo hier so. Ich meine, bei dem eBay-Shop Bausolar kommt man da relativ günstig dran. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gerne Daumen runter.
Wer es bis hierhin gesehen hat, gerne Anregungen, Kritik in die Kommentare. Und wenn du es dir bis jetzt schon angetan hast, bleib gern dran im Auto. Kannst du meinen Kanal abonnieren. Und wenn du Lust hast, kannst du dir gerne das nächste Video ansehen. Tschüss!